Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Patrick Hager traf für München in Mannheim. Urheberrecht Getty Images. Der deutsche Meister EHC Red Bull München triumphiert im Spitzenspiel bei Adler Mannheim und verkürzt den Rückstand auf den Tabellenführer auf 3 Punkte. Der deutsche Meister EHC Red Bull München hat das Topspiel der deutschen Eishockey-Liga DEL gewonnen und den Abstand auf Tabellenführer Adler Mannheim auf 3 Punkte verkürzt. Das Team von Trainer Don Jackson gewann bei den Mannheimern 2:1, 1:0, 1:1, 0:0 und hat nun 106 Zähler auf dem Konto. Hager und Ehles Treffen für München waren bei dem Prestige-Erfolg die Olympia-Zweiten, Patrick Hager, Zweiter, und Yasin Ehles, 32. erfolgreich. Bei den Gastgebern traf Youngster Moritz Seider, 30. DEG patzt gegen Nürnberg, dahinter ist der Kampf um Platz 3 weiter spannend. Die Düsseldorfer EG verpasste trotz einer 2-Tore-Führung bei den Nürnberg Ice Tigers den Sieg, verlor mit 2:3, 1:0, 1:0, 0:3 und hat 82 Zähler auf dem Konto. Punktgleich dahinter liegen die Augsburger Panther und die Kölner Haie. Die Augsburger entschieden am Freitagabend das direkte Duell mit 2:1, 1:0, 0:0, 1:1 für sich. Abgeschlagen letzter bleiben die Schwenninger Wild Wings. Das Team von Paul Thompson verlor auch das Kellerduell gegen die Grizzlies Wolfsburg mit 0:3, 0:0, 0:2, 0:1 und hat nun 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenvorletzten aus Niedersachsen.